Ja, Durmes, bitter das Ausscheiden heute. Man hat ja ein bisschen damit rechnen können, da man ja mit einem 0:3 aus dem Hinspiel in dieses Spiel gegangen ist. Ja, im Fußball sind die Chancen immer da. Wir haben auch nicht ganz aufgegeben gehabt. Ich denke, die Mannschaft hat sich heute deutlich besser präsentiert als im Hinspiel. Man hat gesehen, sie wollten noch nichts herschenken. Ich denke, die erste Halbzeit haben wir ganz ordentlich gespielt. Hätten dann mit ein bisschen Glück auch noch vielleicht noch 2:0 machen können vor der Halbzeit. Ja, der Gegner ist dann in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen, besser auch rausgekommen aus der Kabine und dann zum 1:1 gekommen, was uns dann so ein bisschen das Genick gebrochen hat, beziehungsweise ja, uns nicht mehr so reingebracht hat, um nochmal ganz vorne ranzukommen. Ja. Aber unterm Strich sind Sie heute zufrieden mit der Leistung der Mannschaft? Im Vergleich zum Hinspiel deutlich zufriedener als, wie gesagt, bei der 3:0-Niederlage. Wir haben einige Angeschlagene, einige Verletzte. Die Jungs haben nochmal alles versucht. Ich denke, heute können sie mit gehobenem Hauptes vom Platz gehen. Daher bin ich erstmal zufrieden, auch wenn die Enttäuschung jetzt natürlich noch dabei eine Rolle spielt. Ne? Können Sie ein Fazit von der Saison ziehen? Ja, wir haben eine gute Saison gespielt. Wir sind sehr zufrieden. Wir sind aufgestiegen nach etlichen Jahren B-Klasse. Haben meiner Meinung nach eine Riesensaison gespielt, haben Riesenspiele gemacht, haben auch immer mal wieder 2-3 Spiele liegen lassen, also um ganz vorne mitzumachen. Aber wir sind zufrieden, wir wollten unter die ersten 5 kommen. Das ist uns ganz klar gelungen. Daher Riesenlob an Trainer und Mannschaft. Daher im ersten Moment oder auch im zweiten Moment können wir sehr zufrieden sein. Auch wenn wir natürlich den Aufstieg jetzt hätten auch mitnehmen wollen, das ist ja ganz klar. Nächste Saison, wie geht es dann für Sie weiter oder was können Sie uns für einen Ausblick geben? Ja, vom Team her bleiben die allermeisten Spieler. Wir werden uns noch punktuell verstärken. Und klar, es wäre natürlich jetzt Quatsch zu sagen, wenn man Zweiter geworden ist, man möchte nicht mehr da oben mitspielen. Also wir wollen auf jeden Fall wieder da oben mitspielen. Was dann passiert, werden wir nächste Saison sehen. Wie werden Sie den Tag jetzt noch ausklingen lassen? Es ist ja Sportfest hier in Neureuth. Ja klar, wir werden bestimmt noch 1-2 Bierchen trinken, jeder. Ja, ich sag mal so, nach der 3:0-Niederlage war ja die Erwartung heute auch nicht riesig groß, dass man jetzt riesig enttäuscht ist. Also über den heutigen Tag, die Jungs haben wir nochmal alles gegeben. Das ist gut so, das ist auch, war auch zu erwarten oder war auch Pflicht vielleicht von den Jungs. Wie gesagt, 1-2 Bierchen, vielleicht auch 3. Und dann werden wir die Saison beenden und uns auf die nächste freuen. Herr Durmes, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön.